Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arbeit mit Muße, dem Podcast, der mit Menschen spricht, die auf dem Weg sind oder bereits da sind, dass sie genau das tun können, was sie wirklich, wirklich wollen und bestenfalls auch damit ihr Geld verdienen. Bevor wir zum Interview kommen, muss ich einmal Danke sagen an die Hörer, die den Podcast schon immer hören und an die neuen Hörer, denn seit den letzten drei Interviews hat der Podcast einen Riesensprung gemacht und ich habe viel tolles Feedback bekommen und darüber freue ich mich natürlich sehr. Bin sehr motiviert, weiterzumachen und es kommen noch sehr, sehr viele coole Leute. Ich habe hier viele, viele Zusagen und das freut mich. Heute ist aber erstmal Mike Jungrichter dran. Mike Jungrichter ist aus Lübeck und begleitet Menschen dabei, ihren Platz auf dieser Welt zu finden. Und das tut er als systemischer Coach und Aufsteller. Zudem hat er seinen Podcast Life Academy für die Designer des Lebens. Und Mike, herzlich willkommen. Magst du einmal sagen, was ist denn ein Designer des Lebens? Danke für die Einladung, Philipp. Ja, ein Designer des Lebens ist jemand, der mutig genug ist, in dieser verrückten, spannenden Zeit zu sagen, all die Träume und Wünsche und das, was ich liebe und lebe, das gestalte ich. Also nehme Verantwortung für das, was in mir lebt und warte nicht mehr darauf, dass irgendwie da draußen die Umstände richtig sind, sodass ich endlich ... sondern sage, nee, jetzt gestalte ich das Leben, was ich gern leben möchte. Mit allem, was dafür notwendig ist. Also auch mit einem, ich sag mal, einem Endprodukt vor Augen, was man sein möchte, so wie man quasi auch etwas designt, um nachher etwas zu haben. Also würdest du sagen, man sollte da eine Art Zielbild dann auch, schwingt das damit? Ist eine gute Frage. Ja und nein. Ich glaube, dass dem vorausgeht, dass man ein bestimmtes Bild von sich hat oder von dem Leben, wie es sein sollte, damit man glücklich ist. Mhm. Und genauso ist es, glaube ich, auch gut, immer wieder das Ziel loszulassen und zu sagen, so jetzt bin ich mit all dem, was zu mir gehört, was ich bin und sein möchte, schon okay. Und darf jetzt mich auch gestalten, ohne die Pause zu nehmen. Richtig. Ja, und einfach erstmal jetzt zu sein, ne? Also zu spüren, so wie geht's mir jetzt überhaupt? Bei all dem, was ich gern machen möchte und will und haben und wie ich zu sein habe, auch immer wieder zu gucken, und wo bin ich jetzt? Ne? So, wer bin ich jetzt gerade? Was habe ich jetzt schon gestaltet? Designed, gelebt. Experimentelle Frage. Beim Design gibt es ja den, ich sag mal, die Regel Form follows Function, dass etwas nicht nur hübsch sein soll, sondern letztendlich das Hübsche auch einer Funktion, also funktioniert. Kann man das darauf irgendwie übertragen? Fällt dir da spontan was ein? Gute Frage. Also dahinter, also ein Designer des Lebens zu werden, dahinter steckt ja schon auch das Gefühl von, dass wenn ich auf dieser Welt lebe, dass ich das Gefühl habe, als Mensch eine Bedeutung zu haben in meiner Arbeit, in meinen Beziehungen, in der Liebe, mit Geld oder was auch immer. Mhm. Das heißt eben, bei allem, was ich tue, auch tief in sich selbst zu spüren, dass das, was man tut, sei es eine Arbeit, ein Projekt, einfach einem das Gefühl verleibt, von Bedeutung zu sein für sich selbst, aber auch die Dinge, die man einfach macht, nicht nur eben das Ergebnis Geld haben, sondern auch Sinn und Fülle und Reichtum in einem selbst. Ah, das heißt also, das, was man quasi tut, tut man, um nachher diesen Wert zu erhalten. Also sei es, ich sag mal, letztendlich Lebensglück. Also am Ende geht es ja darum, letztendlich für sich selber gut zu leben, denke ich. Oder was würdest du da als das oberste Ziel sehen? Also gibt es ein Fertig? Gibt es einen fertig? Also ich habe es noch nicht entdeckt und ich bin jetzt 33 Jahre. Ich glaube, da fange ich gerade erst an, mein Leben auch zu designen. Was ist das oberste Ziel? Ich glaube, es gibt so eine spannende Frage, die ich manchmal auch den Menschen stelle, die ich begleite. Das ist einfach so, wenn man am Ende im Sterbebett liegt und zurückblickt und einfach sich fragt, oh, was will ich dann erreicht haben oder welche Menschen sollen dann mich begleiten oder in welcher Situation möchte ich dann sein? Alles Revue passieren zu lassen und sich zu sagen, okay, das Leben, was ich gelebt habe, das würde ich einfach nochmal leben, weil es so geil war. Und nicht das Gefühl gehabt zu haben, hätte ich doch mal oder was wäre, wenn, sondern zu wissen, ich habe alles getan und was in meiner Möglichkeit stand, um dieses Leben voll auszufüllen.
Und okay, das wäre, glaube ich, ein schönes Ziel. Das wäre ein schönes Ziel, auf jeden Fall, ja. Okay. Mike, magst du vielleicht dich und deine Berufung in, ich sag mal, drei Oberbegriffen, Nomen, Hashtags nennen? Das sind drei Wörter. Ja. Das erste, was mir kommt, ist Suche, Hashtag Suche. Mhm. Ein Oberbegriff, der mir noch sofort kommt, ist Zeit. Mhm. Und das letzte. Platz. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die drei Begriffe jetzt nenne. Aber sehr, sehr schöne Begriffe. Ja. Plakative Frage, was suchst du? Was suche ich? Ja. Ich suche manchmal mich selbst, auch in meiner Rolle als Coach, als Mensch. Also auch in mir selbst so zu wissen, so wer bin ich eigentlich als Mensch? Was ist mein Platz hier auf dieser Welt? Was habe ich zu tun? Was, ne, jetzt gerade Corona-Update, gibt es wieder Veränderungen? Mhm. Was nehme ich für eine Haltung dazu ein, für eine Position, wenn ich schon so viele Menschen begleite? Was suche ich? Ich suche ein Stück weit nach Sinn und nach Bedeutung für auch für mein Leben, aber auch für die Welt, in der wir zusammenleben. Ich suche nach Lebensfreude, Glück, nach Zufriedenheit. Und ich merke selber, wenn ich zu sehr in Suche bleibe, dass das so ein Teufelskreis ist aus irgendwelchen Dingen hinterherrennen. Denn ich lebe immer wieder, dass das alles schon da ist, was man da sucht oder was ich da suche. Und trotzdem gibt es in mir auch einfach so einen Antrieb, so einen Antreiber auch, der immer wieder sich selbst, mir selbst fragt, so wer bin ich wirklich? So, worum geht es hier eigentlich? Was haben wir als Menschen auf diesem Planeten zu tun? Mhm. Und da suche ich nach bedeutenden Antworten für mich, aber auch für die Menschen, die ich begleiten darf auf ihren Wegen, ihrer eigenen Suche. Das finde ich super spannend, was mir da direkt in Sinn kommt. Ein Freund von mir, der war schon sehr viel auf dieser Erde irgendwo, also in wirklich tollen Ländern und hat viel gesehen. Und der meinte zu mir, als wir darüber gesprochen haben, wo er halt überall war und so weiter, und da fragte ich ihn halt, wo er denn überall hin möchte und ob er quasi immer weiter auf Reisen gehen möchte. Und dann meinte er, der ist jetzt 34, 35, meine ich, er sagte, dass man irgendwann versteht, dass der Himmel immer der gleiche ist. Und er jetzt quasi angekommen ist zu Hause, jetzt Familie gegründet und damit glücklich ist. Er braucht dieses, also er liebt Reisen, aber er braucht es nicht mehr, um, ich sag mal, leben zu können. Das fand ich sehr, sehr schön und sehr ehrlich, als er das so gesagt hat. Ja. Und das hat mich gerade sehr daran erinnert, quasi an deine Suche. Es ist ganz wundervoll, Philipp, weil ich hatte eine Zeit, ich habe in Holland studiert und gearbeitet und bin dann nach Deutschland zurückgekommen, auch mit den großen Plänen aus noch weiter reisen und noch mehr die Welt sehen. Und auf dieser Reise, ich bin mit dem Fahrrad losgezogen, gab es einen Moment, wo ich gemerkt habe, was mache ich hier eigentlich? Also irgendwie schon wieder nach draußen und wieder irgendwie einen neuen Ort suchen und also so voll. Dieses getrieben. Heimatlose? Heimatlos oder zumindest, ich habe mir da war ich Mitte 20, da habe ich mir nicht großartig Gedanken drüber gemacht, aber innerlich total gehetzt sein, weiterzumachen und weiter Dinge zu sehen. Und ich habe dann die Reise abgebrochen und habe angefangen, einfach mich so meiner Innenwelt zu widmen und gespürt, wie viel Unruhe in mir auch steckt. Und das ist jetzt 8 Jahre her. Und heute, ich habe auch Familie gegründet und merke einfach, wie reich dieser Schatz meiner eigenen Innenwelt ist und wie viele Dinge es da auch zu entdecken gibt. Eben da draußen, die Welt hat auch viel zu bieten, also wundervoll. Ja. Aber die Innenwelt und ne, das, was da alles in mir ist, in meinem Unterbewusstsein, auch in meiner Seele, das ist so reichhaltig und da steckt so viel drin. Also das ist auch eine wundervolle Reise, da zu suchen. Sehr, sehr schöne Erklärung. Ist das auch das dritte Wort, was du gesagt hast, Platz, ist das für dich das, was du mit Platz meinst oder gibt es da noch was anderes?
Es hat auf jeden Fall damit zu tun, denn was ich in meinem Leben erlebt habe, ist, dass dieser Platz auf dieser Welt oder die Suche danach, ne, wo ist mein Zuhause, wo ist mein Platz, die richtige Arbeit, die richtige Beziehung, da draußen nicht zu finden ist, sondern in mir. Und dass in mir, und du sagtest das gerade, ne, von deinem Freund, der gesagt hat, der dann meinte, so, der Himmel ist überall der gleiche und ich komme zu Hause bei mir an, dass der Platz in mir der schönste ist, den es überhaupt gibt. Und der ist unabhängig. Also natürlich sind wir wechselseitig in Beziehung mit unserem Umfeld. Aber dieses Ankommen im Hier und Jetzt bei mir selbst, das ist eine der schönsten Erkenntnisse und Erlebnisse auch in meinem Leben und die mir auf meinem Weg super viel Kraft und Fundament gegeben haben, unabhängig, wo ich bin. Du hast eine so angenehme Stimme, das ist unglaublich. Magst du noch einmal die Zeit sagen? Was meinst du mit der Zeit? Also ich bin ja systemischer Coach oder bin, zumindest habe ich mich dem Feld der Arbeit verschrieben, habe meine Seele an die systemische Arbeit verkauft. Zeit ist für mich ein ganz wichtiges Element, denn was ich immer wieder sehe in meiner Arbeit, also aber auch für mein Leben, ist, dass Zeit nicht linear verläuft. Also quasi, ne, da gibt es irgendwie mal die Vergangenheit, dann gibt es Gegenwart und da gibt es Zukunft und wir bewegen uns die ganze Zeit von Anfang bis Ende, sondern das ist für mich in meiner Wahrnehmung die ganze Zeit ein Kreis, in dem wir uns befinden. Denn was ich sehe in der Arbeit immer wieder, dass die Art, wie wir die Vergangenheit wahrnehmen, sehen und fühlen, wesentlich Einfluss darauf hat, wie wir jetzt leben und dementsprechend auch, wie wir unsere Zukunft gestalten. Das heißt, wenn ich durch eine gute Therapie, ein Coaching, eine energetische Heilung oder was auch immer oder eine systemische Aufstellung, mich mit mir selbst und meiner Innenwelt auseinandersetze und schaue, wo komme ich her? Wie ist das bei meinen Vorfahren gewesen, meinen Eltern, aber auch in mir die ganzen Überzeugungen und Glaubenssätze, die ich gelernt habe und programmiere mich da neu, lerne neue Sachen, quasi auch anders denken über meine Vergangenheit, dann lebe ich jetzt anders und kann auch meine Zukunft neu gestalten. Das heißt, Zeit ist für mich ein wichtiges Element, schon ganz alleine dadurch, dass ich mich immer wieder frage, wie kann ich meine Lebenszeit möglichst effektiv nutzen. Das heißt, du redest da auch eher, also ich verstehe das gerade so, dass wenn du im Grunde, ich sage mal, Zeit darin investierst, ehemalige oder die Vergangenheit, wenn da irgendein Problem war, das zu heilen, dir mehr Zeit verschaffen kann im Nachhinein. Oder mehr Qualitätszeit, also nicht unbedingt ja richtige, also Zeit, die vergeht, also physisch. Qualität ist da, glaube ich, ein guter Begriff, Philipp, weil ich habe es in meinem Leben so erlebt, dass ich einen recht herausfordernden Lebensstart hatte mit vielen Trennungen und Schwierigkeiten und destruktivem System. Und das hat mich sehr geprägt in meinem Hier und Jetzt. Ich war immer so ein ängstlicher Junge und sehr angepasst und lieb, brav und artig, um so durchzukommen. Das heißt, ich habe permanent aus einer Angst und einer Überzeugung herausgelebt, dass ich Bestimmtes nicht kann oder es nicht wert bin. Oder dies und das nicht hinbekomme, weil. Und das ist ganz tief in mir verankert gewesen, auch eben durch meine Vergangenheit, so wie ich groß geworden bin, einfach durch viele Dinge, Prägung, die ich erlebt habe. Richtig. Und je mehr ich mich darin vertieft habe und Zeit investiert habe, in da genau hinzuschauen und zu gucken, was ist hier wirklich wahr, desto mehr Qualität und Bewusstsein im Hier und Jetzt entstanden ist darüber, dass ich ja jetzt ganz anders leben kann und meine Vergangenheit nicht ausschließlich Einfluss darauf hat, wie ich jetzt lebe oder meine Zukunft gestalten kann. Also das ist so ein permanentes, wechselseitiges Spiel aus Erinnerungen, Erfahrungen aus der Vergangenheit, Dinge, die ich jetzt fühle und lebe und genauso, wie ich meine Zukunft wahrnehme. Und für mich hat quasi, weil ich nenne so Zeit, einfach ein wichtiges Element auch in meiner Existenz. So. Da gibt es ja auch diese schöne ein Zitat, ich kriege es jetzt bestimmt nicht wortwörtlich hin, wo jemand in einen Wald geht und da ist ein Holzfäller, der eine Säge hat und dann probiert, einen Baum zu fällen. Aha. Und das klappt nicht so wirklich. Und dann fragt der den Holzfäller sieht, im Sinne von,
magst du nicht deine Säge schärfen, weil dann kannst du besser sägen. Und dann sagt der Holzfäller, ich habe keine Zeit, um die Säge zu schärfen. Ich muss diesen Baum fällen. Ich denke, so verstehe ich das, was du gerade gesagt hast, dass wenn man jetzt oder halt in seinem Leben Zeit darauf verwendet, zu reflektieren und auch zu hinterfragen, eventuell zu heilen, dass man dann im Nachhinein andere Sachen nicht schneller schafft oder aufholt, sondern anders, besser erleben kann, vorsichtig gesagt. Ist eine schöne Herangehensweise, weil es gibt viele Geschichten meiner Klienten, die hier reinpassen. Am meisten wirkt das, was ich in meinem eigenen Körper erlebt habe. Und wenn ich so zurückschaue, war ich häufig auch in Zeiten, wo ich viel gearbeitet habe, gemacht und getan, mich in so einem Kreislauf befunden habe aus ich muss, also innerlich super gehetzt, um irgendwie durchzukommen. Und ich merke jetzt in meinem Leben, dass gerade durch diese bewussten Momente, dass ich mache jetzt nichts und setze mich dieser Leere aus, auch ist das manchmal herausfordernd, weil ich dann noch geneigt bin, aufs Handy zu gucken oder nochmal einen Newsletter zu schreiben oder was auch immer oder mit meinen Klienten Kontakt zu haben, dass ich in diesen bewussten Pausenmomenten so viel Energie und Kraft auftut für die richtig geilen Projekte oder die nächsten Workshops. Die kommen nicht in diesem permanenten Modus aus weitermachen, immer nach vorn, quasi immer in dieser linearen Zeit nach vorn streben, sondern auch ganz bewusst in dem, ich mache jetzt Pause und ich bleibe stehen und fühle. Guck mal, wie es mir gerade eigentlich geht und blick mal zurück auf das, was bis jetzt alles schon entstanden ist, wer zu mir gehört, woher komme. Und auf einmal kommt so schnapp aus dem Nichts, kommt irgendwie eine Idee und die ist meistens dann aber auch richtig effektiv und erfolgreich. Du hattest mir erzählt, dass du jeden Morgen, korrigiere mich, aber ich glaube jeden Morgen eine Stunde spazieren gehst, ist das richtig? Also ja, derzeit mache ich es gerade nicht jeden Morgen. Ich bin ein bisschen faul jetzt in der letzten Woche gewesen. Tut mir auch gut, dass er quasi nicht wieder so diszipliniert immer durchzuziehen, sondern Buddha lehrt uns, dass alles im Balance sein muss. Und wenn es dann wieder zu einem Akt wird aus, ich muss jetzt jeden Morgen raus, weil das wichtig ist und so weiter, da bin ich ja wieder in diesem Kreislauf drin aus, ich muss was um. Aber ich bin schon sehr diszipliniert, was angeht, zu einer gewissen Zeit aufzustehen und erstmal in die Natur rauszugehen. Also nicht aufs Handy zu gucken oder E-Mails zu checken oder sonst was zu machen, sondern erstmal mit neutraler Energie zu versorgen. Und die finden wir am meisten in der Natur draußen, weil ein Baum keine Erwartung an dich hat und eine Pflanze oder der Wind oder der Regen nicht von dir verlangt, dass du irgendwas zu tun hast. Und um in den Tag zu starten, gibt es für mich zumindest keinen besseren Auffrischer als einen Spaziergang draußen in der Natur. Finde ich sehr, sehr gut. Ich meine, spazieren gehen. Ich mag das auch sehr gerne von daher. Also man kommt da dann doch immer auf andere Gedanken, erst wenn man nicht losgehen möchte. Ja. Magst du einmal, da wo du jetzt heute bist, das, was du heute tust, du hattest eben gesagt, dass du früher anders warst und dass da auch viel Entwicklung drin steckt, also in dir. Magst du uns einmal kurz so zusammengefasst diesen Weg erzählen und gab es da auch einen gewissen Schlüsselmoment für dich, der etwas in dir ausgelöst hat oder irgendwas verändert hat? Ja, sehr gern. Also ich komme ja ursprünglich aus dem alten DDR-System. Das heißt, so bis 21, als ich quasi noch in Sachsen gelebt habe, ist mein Leben überwiegend geprägt gewesen aus Anpassung, Angst und immer so ein bisschen auf Sparflamme leben. Das heißt, ich habe auch mein Abi gemacht und habe tolle Freunde gehabt und Partys gefeiert und ein wildes Jugendleben gelebt. Und trotzdem hat in meinem Herzen gab es immer diese Stimme aus, ja, aber da ist noch mehr. Und ich weiß, dann ging es damals daran zu studieren und ich hatte überhaupt keinen Plan, was ich machen sollte. Und bin quasi immer wieder gefangen gewesen in den Unmöglichkeiten des Lebens, in dem, was nicht geht. Also nicht mein Leben selbst gestalten, sondern vor allem warten, nichts tun, mal gucken und sich dann irgendwie für Sicherheit immer entscheiden. Weil du keine Inspiration hattest oder weil du, also was hat dich gehindert, dich zu entscheiden? Die Vielfalt? Gute Frage. In mir gab es viel Angst ich wusste gar nicht, wie es, also ich hatte mir nicht wirklich vertraut.
und auch nicht meinen eigenen inneren Fähigkeiten, beziehungsweise ich habe die gar nicht wahrgenommen, sondern ich habe einfach irgendwie gemacht und dachte dann, okay, ich müsste jetzt beispielsweise Informatik studieren, weil das mich dann vielleicht an den und den Punkt bringt. Also quasi immer damit beschäftigt, ich mache jetzt was, weil mir das dann später das und jenes als Ergebnis liefern könnte, aber gar nicht so sehr damit beschäftigt, und was will ich denn jetzt eigentlich oder was bereitet mir Freude? Zumindest habe ich das in meinen Hobbys gut ausleben können, in Musik und Singen und Schauspiel hat mir Spaß gemacht und irgendwie mit Freunden treffen. Ich habe viel Videospiele auch gespielt, aber da gab es einfach immer diese Stimme in mir, die gesagt hat, Mike, da gibt es noch viel mehr, trau dich. Aber ich wusste nicht, wie ich dieser Stimme lausche oder was man dann macht. Ja, und Inspiration hat mir, denke ich, auch gefehlt. Das kam dann quasi in der nächsten Hälfte meines Lebens, als ich angefangen habe zu studieren im Ausland. Ich bin dann nach Holland gezogen und bin da in ein ganz anderes Lebensumfeld gerutscht aus international. Alle haben sich geduzt. Ich hatte tolle Mentoren, ein tolles Studium gehabt. Danach meine erste Arbeit als Unternehmensberater und Coach im Organisationskontext. Das heißt, du hast sowas dann auch studiert? Ich habe ursprünglich Sozialpädagogik studiert. Also, und im Studium gemerkt, naja, da ist noch mehr. Also ne, das fing dann quasi mit dem Schritt, so ich gehe jetzt ins Ausland und setze mich einer fremden Sprache aus, in einem neuen Umfeld, habe dann auch Niederländisch gelernt. Sind mir super. Man hört das auch noch. Das steckt noch drin ein bisschen. Mehr als Sächsisch, ja. Das glaube ich. Das ist einfach eine prägende Phase gewesen. Es gibt eine Theorie, die ich am eigenen Leibe auch gespürt habe. Und das ist, wenn Menschen eine neue Sprache lernen, dann verknüpft sich das Nervensystem neu miteinander. Das heißt, dass dadurch auch andere Gefühle und Verhaltensweisen frei werden. Und ich habe das so erlebt, dass ich quasi immer, wenn ich über die Grenze gefahren bin und Holländisch gesprochen habe, viel besser mich ausdrücken könnte in dem, was ich gerade wirklich fühle und will. In Deutschland fiel mir das viel schwerer, da war der Zugang gar nicht da, da war der einfach noch blockiert durch Ängste und durch die ganzen Überzeugungen, die in mir gelebt sind. Und mit diesem neuen Land und der neuen Sprache habe ich gelernt, dass in mir es auch einen Mike gibt, der einfach die ganze Welt an kann. Also der quasi alles in die Welt setzen kann, was er gern möchte. Zumindest wurde das da so, das Feuer wurde da noch mehr entfacht und gut begleitet durch Mentoren, die das gesehen haben und mich immer wieder so angepiekst haben in und was willst du? Was willst du auf dieser Welt? Während des Studiums oder? Während des Studiums in meiner ersten Arbeit, quasi meiner ersten Laufbahn. Im Studium hatten wir Studienlaufbahnbegleitung. Da gab es schon die ersten Fragen. Ich weiß, in meinem Studium gab es ein Modul, das hieß Lebensbuch, mussten wir unser eigenes Lebensbuch schreiben. Und ach. Ja, ne, cool. So wie wurden wir sozialisiert? Was macht uns zu dem Menschen, der wir sind? Das haben wir in Gruppen geteilt. Das war echt, also da war ich damals Anfang 20. Wenn ich das heute machen würde, würde das viel tiefer gehen. Aber das waren die ersten Momente, die eben genau die wichtigen Fragen des Lebens für mich damals gestellt haben. So, wer bin ich? Was macht mich aus? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Ne? Dieser Zyklus, den wir gerade mal so angedeutet haben, der wurde da schon sichtbar. Und dann bin ich irgendwann zurück nach Deutschland, fett abgestürzt, also richtig fett abgestürzt, voll unterschätzt, was passiert, wenn ich so mein Lebensumfeld aufgebe, bin in eine fette Depression gelandet, wusste nicht, was ich arbeiten, machen und tun sollte, war arbeitslos und immer wieder mit dieser Stimme da in mir, die gesagt hat, ja, aber da ist so viel Potenzial da, so mach was draus. Ja, und dann mich meinem eigenen Heilweg zugewandt, Therapie, Coaching, Aufstellung. Das heißt, du hast das dann quasi als Klient gemacht oder hast du das dann gelernt? Beides. Okay. Es fing bei mir erst an, meine erste systemischen, ich weiß noch damals, Mitte 20, meine erste Begegnung mit systemischer Therapie, Coaching, Beratung war, als ich selber meiner damaligen Partnerin begegnet bin, mit der wir unsere Tochter bekommen haben. Und in der Beziehung ich gemerkt habe, boah, ich komme überhaupt nicht mit mir zurecht. Also auch irgendwie in mir gesucht. Und da hat meine Freundin damals empfohlen, Mensch, es gibt hier einen Kollegen, der bietet gerade systemische Therapie an, der ist eine Ausbildung, probier das doch mal aus. Und da bin ich hin und war total begeistert schon mal, einfach von der Art und Weise ins Gespräch zu kommen, Ressourcen aufzudecken und mir so verschiedene Perspektiven anzureichern. Das hat mir total geholfen. Magst du da vielleicht einmal für die Zuhörer zusammenfassen, was systemisches Coaching ist?
Ja. Systemisches Coaching ist eine Form der Lebensbegleitung in unterschiedlichen Fragen, also sei es Beziehung, Arbeit, Geld, psychische Probleme, Depression, Burnout, also was auch immer in Menschenleben gerade so beschäftigt und man die Entscheidung treffen möchte, okay, mit dem, was mir gerade fehlt oder mir schwerfällt, möchte ich gern was machen, möchte vielleicht wieder glücklicher sein. Und systemisch heißt so viel wie, es kommt ja von System, ne? Und wenn man zum Beispiel die Welt betrachtet, dann ist das ja ein komplexes, geschlossenes System, wo alles miteinander in Verbindung steht. Ne? Also der Staub aus der Wüste, der über die Winde, über den Atlantik in den Amazonas getragen werden, ist genau der Staub mit den Mineralien, der dafür verantwortlich ist, dass da neues Leben entsteht. Das heißt, alles ist miteinander in Verbindung. Und so ist es auch im Coaching, dass wir eben nicht abgetrennte individuelle Fleischklöpfchen auf diesem Planeten sind, sondern wir sind permanent in den Systemen, in denen wir uns befinden. Also Familie, Kultur, Arbeit, Freundeskreis, Gesellschaft, Land, sind wir eingebunden. Und wir beeinflussen uns wechselseitig. Das heißt, musst du das so vorstellen, ne, wie so ein Uhrwerk. Wenn eine Uhr, wenn irgendein Element nicht mehr funktioniert, dann kann es sein, dass die ganze Uhr nicht mehr funktioniert. Mhm. Und wenn jemand jetzt ein Thema hat oder eine Frage, beispielsweise, Mensch, wie finde ich so den richtigen Partner in meinem Leben? Dann betrachte ich als systemischer Coach einfach das ganze System desjenigen im Moment. Das heißt, da gehören die Eltern dazu, da gehören Überzeugungen und Glaubenssätze dazu, da gehören vielleicht auch alte, verborgene Familiendynamiken dazu. Das kann sowas sein wie, dass in der Familie immer erzählt wurde, dass Sexualität was Schmutziges ist, zum Beispiel. Ne? Es gibt ja so super viele Glaubenssätze, die über Generationen mitgegeben wurden, unbewusst, die immer noch in dir jetzt leben, wodurch genau diese Überzeugung das Glück und die Liebe im Jetzt verhindern, weil es die ganze Zeit vor dir läuft und du es nicht siehst, weil das so in dir einprogrammiert ist. Und wenn wir dann arbeiten, werden wir eben diese ganzen Überzeugungen und diese Elemente und Menschen sichtbar machen. Und schon alleine das einfach nur zu sehen, in welchem Feld man steht. Ne? Ich rede da häufig von Feld, weil das so viel bedeutet, dass wir da so in einem Raum sind, in dem all die einzelnen Elemente und Menschen aufeinander wirken. So dieses Feld, wie so ein Fußballfeld im Prinzip. Es ist auch ein Team, die miteinander in Verbindung stehen und spielen, um den Ball ins Tor zu bringen. Schon alleine zu sehen, wer alles zu mir gehört im Hier und Jetzt in Bezug auf die Frage, die ich einbringe für ein Coaching oder eine Therapie. Also wer dir im Leben auf den Ball zuspielt. Wer dir den Ball zuspielt, wer dir den Ball wegnimmt, wer dir den Ball nicht gönnt, wer vielleicht heimlich mit dem Messer in den Ball sticht, aber auch wer dich stützt, trägt, dich hält und liebt. Das alleine schon nur zu sehen, ist schon sehr heilsam und zu spüren, ey, ich bin nicht allein auf dieser Welt, auf keinen Fall. So, und dann geht das natürlich noch viel tiefer, ne? Wenn es dann darum geht, wirklich an Themen zu arbeiten und mehr Weisheit, Liebe und Kraft zu entfesseln, dann kommen die unterschiedlichsten Techniken und Sätze und Fragen zum Einsatz, um das Potenzial, was ja da ist im Leben. Ne? Also was wir machen ist, was ich mache, ist immer wieder das, was in jedem schon da ist, zu entzünden, also Schichten abzupellen, Überzeugung des Ego, Überzeugung in der Persönlichkeit, die sagen, ich bin es nicht wert. Das ist ja eine dämliche Überzeugung, die dir eine Zeit lang vielleicht gedient hat, um durchzukommen, die aber nicht die Wahrheit ist, weil jeder Mensch ist Fülle und Liebe, so wie er ist. Und in einem Coaching geht es vor allem darum, wieder zu sich zurückzufinden, ne? Also seinen Platz in sich zu finden und zu spüren, ey, wenn all diese Überzeugungen weg sind, so, was bleibt dann übrig? Es gab, kennst du Dieter Lange? Ja, aber nicht. Ich habe mal bei Gedankentanken einen Vortrag von ihm gesehen. Ja. Ja, der hat ja einige da und er ist halt grandios. Gefühlt spricht er so einen ganzen Vortrag einfach nur mit Zitaten. Zitaten, aber der hat schon ordentlich was drauf. Und der hatte in einem Vortrag, da hat er eine Frage gestellt, die unglaublich interessant war und die würde ich dir gerne stellen. Und zwar hat er gesagt, dass wenn die Sachen, an die du denkst, also ich weiß nicht wörtlich, aber wenn du an dein Leben denkst und da sind diese Momente, dein Beruf, deine Familie, was für ein Mensch du bist und so weiter, das sind quasi
die Kapitel deines Buches. Und wenn du aber daran denkst, was ist der Titel deines Buches, dann wissen die meisten Menschen halt nicht mehr, was sie sagen sollen. Kannst du beantworten, was der Titel deines Buches wäre? Ja, Leben. Das ist ein kurzer Titel. Komm mir sofort, als du das sagtest, Leben. Und dann gibt es bestimmt irgendwie noch einen spannenden Untertitel, den ich jetzt noch nicht zu bedenken weiß. Sowas wie ja. Der Himmel ist Gold, der gleiche. Ja, sowas. Oder wie einmal durch einen Fleischwolf gezogen und neu zusammengesetzt. Aber Leben trifft, das kam mir sofort ganz klar, Leben. Okay, sehr schön. Gut, zurück zu der Geschichte. Das systemische Coaching hat quasi dir diesen einen Weg aufgezeigt, wie du mehr zu dir selbst kommen kannst. Ist das richtig? Ja, richtig, richtig. Und ich war, Entschuldigung, sag gerne. Ja, ich war selber einfach in dieser Zeit, als die ersten, ich habe auch andere Sachen gemacht, ne? Ich habe Verhaltenstherapie gemacht, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Mhm. Also viel ausprobiert auf dem Weg der Selbstanalyse, Selbsterkenntnis, Selbstoptimierung, wie auch immer man es nennt. Mhm. Ich bin einfach viel auch im Außen gewesen. Ne? Ich war in Holland, habe mich echt super viel gekifft und stark abhängig gewesen von Drogen und Alkohol. Mhm. Abhängig von der Liebe meiner Partnerin, also quasi so schon fast süchtig nach Beziehung gewesen. Mhm. Also immer so. Ich nach Nähe? So oder? Nach Nähe, nach Sex, nach Bestätigung. Also immer so, das da draußen gebraucht, um meine Existenz zu begründen. Mhm. Oder vielleicht ein Lob oder ein positives Wort, was mir bestätigt, dass ich es wert bin, zu leben. Mhm. Und naja, diese ganzen Coachings und Therapien, die beschäftigen sich natürlich damit, von außen ins Innen zu kommen, also diese Stabilität in mir zu entfesseln. Und das systemische Coaching hat mir vor allem, und da habe ich echt viele verschiedene Lehrer gehabt und Therapeuten, also viel ausprobiert, bis ich so meinen Stil auch entdeckt habe und dann später ja auch selber Ausbildung gemacht und spirituelle und Lehrer gehabt. Systemisches Coaching hat mir immer einfach so diese Weite des Lebens immer gezeigt. Ne? Einfach, dass ich eingebunden bin in mein Familiensystem und das einfach zu der Frage, die ich beispielsweise dann in der Liebe habe, ne? Dass ich gemerkt habe, so, boah, wie schaffe ich irgendwie einen guten Weg mit meiner Partnerin zu finden? Mhm. Dass mir immer wieder gezeigt wurde, so, ja, wie verstrickt ich einfach noch so in meinem Familiensystem bin. Ne? Also, da war ich damals noch sehr nah in Kontakt mit meiner Mutter und hatte wenig Kontakt zu meinem Vater, der damals gegangen ist. Ne? Also ich bin ohne meinen Vater groß geworden. Und über das systemische Coaching, über Aufstellung, habe ich mich ganz viel einfach mit dem verlorenen beziehungsweise mit dem nicht anwesenden Vater ausgesöhnt. Also dementsprechend auch mit einem Teil in mir ausgesöhnt, der vorher keine Aufmerksamkeit bekommen hat, weil er nicht da war. Ohne dass dein Vater da war. Also richtig. Okay. Da kommen wir dann wahrscheinlich zum Thema Aufstellung, richtig? Das leitet wahrscheinlich gerade so ein bisschen über, genau. Ja. Ja, Aufstellung, beziehungsweise, ne, um das so abzuschließen, dass da wir ja quasi so eingebunden sind in diese Welt und unsere Systeme, ist quasi all das, was da draußen zu uns gehört, auch immer ein Teil von uns. Mhm. Und ich habe lange so mein Vater, Männer, habe ich nicht vertraut und abgelehnt, was auch bedeutet, dass ich Teile in mir ablehne. Was wieder Einfluss auf meine Beziehung hat. So, und auf diesem ganzen Heilungsweg, je mehr ich entdeckt habe, so wer bin ich, was zeichnet mich aus, was gehört alles zu mir? Also je mehr Sicht ich auf mein System bekommen habe, desto weniger eben auch diese ganzen Kompensationsstrategien wie Trinken, Drogen, Party machen, Sex haben wollen, weniger wurden, weil einfach diese Fülle und das alles, was zu mir gehört, einfach sichtbarer wurde. Das heißt, ich musste gar keine krassen Entzugstherapien machen, weil einfach ich eine Sicht bekommen habe, auf was wirklich unter meinen Fluchtmechanismen sich verbirgt. Das war häufig eine tiefe Leere und eine Einsamkeit und auch eine unendliche Traurigkeit darüber, dass Menschen von mir gegangen sind. Und je mehr ich das gesehen und gefühlt habe, desto mehr einfach so im alltäglichen Leben diese ganzen schwierigen Verhaltensweisen einfach weg waren irgendwann. Die waren einfach weg. Und dabei haben mir, und das ist die Überleitung, Aufstellung natürlich unglaublich geholfen. Okay. Was ist eine Aufstellung? Eine Aufstellung ist eine,
eine Methodik, eine therapeutische Intervention, wie auch immer man es nennt, die schon ganz, ganz, ganz alt ist. Also ursprünglich Virginia Satir aus den USA, dann Bert Hellinger in Deutschland, die grundlegend diese Arbeit entwickelt haben. Im Prinzip kommt es von den alten Naturvölkern. Also es ist eine zeremonielle Arbeit, in dem es darum geht, sich mit Lebensfragen auseinanderzusetzen. Und eine Aufstellung ist eine Methode, in der man sich in einer Gruppe oder einzeln trifft. Und die meisten kennen es vielleicht als Familienaufstellung oder systemische Aufstellung. Ja, genau, der Begriff ist, glaube ich, am geläufigsten. Ja. Das ist am geläufigsten wahrscheinlich. Ne? Man kommt in einer Gruppe zusammen. Ein Mensch bringt ein Thema ein oder hat eine Frage und wählt dann für die einzelnen Elemente in der Frage Stellvertreter aus der Gruppe. Das heißt, jemand sagt zum Beispiel, ich bin ständig Single und ich möchte endlich einen Partner haben und möchte gerne mal herausfinden, was mich daran hält, um, wenn dann irgendwie jemand vor mir steht, Ängste zum Beispiel zu überwinden, wirklich auf jemanden zuzugehen. Na, dann wird jemand herausgesucht, beispielsweise für die Angst in Beziehung zu treten. Es wird jemand ausgewählt für vielleicht den möglichen neuen Partner. Es wird jemand ausgewählt für Mama, Papa und für all diejenigen Elemente, Personen und Gefühle, die in dem Moment wichtig sind für die Frage des Klienten. Das sind fremde Leute? Fremde Leute, die wissen meistens, also wenn die länger miteinander arbeiten, ich habe so ja Gruppen oder mittlerweile einfach, dass Menschen wiederkommen, dann kennen die sich, aber das ist quasi kein Schauspiel oder niemand wird instruiert im Vorfeld darüber, was da geschieht oder geschehen soll, sondern häufig sind das auch Gruppen, die bunt gemischt zusammenfinden und sich noch nie begegnet sind. Und was dann geschieht, ist einfach besonders, weil man wählt als Klient dann intuitiv Menschen in dem Raum aus für die Rolle und das funktioniert auch echt. Also wenn man das erlebt hat, spürt man erstmal, wie tief das überhaupt geht. Also du, ne, du bist in der Gruppe und wählst dann auch so, magst du für den Stellvertreter meiner Angst zum Beispiel stehen und du spürst schon in deinem Bauch, wer es ist. Und häufig sind diejenigen, die gewählt werden für die Stellvertreter, spüren auch, dass sie für die Rolle gewählt werden. Und wenn man dann ein bisschen Übung hat und das ein paar Mal gemacht hat, dann wird das einfach immer kraftvoller und klarer, dass man schon vorher merkt, ich werde wahrscheinlich für denjenigen ausgewählt. Und was, dann ja auch, was ja auch etwas über denjenigen aussagt. Absolut. Und auch irgendwie gleich für das Thema oder die Situation, in dem der andere gerade steht. Also quasi ist immer ein Geschenk, immer auch gleich eine Intervention, eine Aufstellung für denjenigen, der als Stellvertreter gebeten wird, mit in dieses Feld hineinzukommen. Und was dann geschieht in der Arbeit, wie ich sie zumindest mache, ist, dass wir in Stille, also es wird nicht gesprochen, die Bewegungen des Körpers und der Seele folgen. Das heißt quasi, jemand wird für eine stellvertretende Rolle gewählt, betritt das Gruppenfeld, das wird meistens, ne, so ist das ein Kreis und in der Mitte findet das statt. Und dann bewegt man sich ganz intuitiv nach dem, was im Körper passiert. Das heißt, es kann sein, dass man sich hinsetzt, hinlegt, vielleicht jemand anderen bei der Hand anfasst oder umarmt. Es kann sein, dass manchmal geschrien wird, weil einfach so eine tiefe Verzweiflung oder eine Wut, die schon seit Jahren angestaut ist, endlich mal rauskommt. Also es kann alles Mögliche passieren. Es kann sein, dass man körperliche Schmerzen auf einmal spürt und merkt so, boah, ich habe hier hinten auf einmal Nackenschmerzen und das sind quasi dann auch genau die Schmerzen, die für denjenigen stehen, für wen die stellvertretende Rolle ausgewählt wurde. Was häufig ganz besonders ist für die Klienten, weil die denken, hey, woher soll der wissen, dass mein Vater die ganze Zeit Nackenschmerzen hat? Das habe ich dem nie erzählt. Wie erklärst du dir das? Also da wird noch geforscht, wie das genau ist. Für mich ist das ein Moment, wo wir die tiefere, also in der Arbeit gibt es das morphogenetische Feld. Und das ist ein tiefes Feld, was auf Quanten, also sich quasi auf die Quantenebene bezieht. Und in der Quantenebene ist ja quasi alles gleich. Ne? Alles entspringt aus dieser Ebene. Und was wir in den in der Aufstellungsarbeit sehen, ist, dass wenn wir ganz tief in Verbindung treten mit der eigenen Wahrnehmung im Hier und Jetzt, also quasi, ne, wir schaffen einen Raum, eine Gruppe, wo jeder eingeladen ist, jetzt in Stille seinen Bewegungen des Körpers zu folgen. Und wenn jeder das tut, dann treten wir so ein ganz tiefes, unterbewusstes, kollektives Feld ein,
wo wir spüren, dass wir alle miteinander verbunden sind und Zugriff haben auf Informationen, auf Gefühle, die viel älter sind und weiter als nur wir selbst. Und das ist einfach, also ich finde selber immer wieder abgefahren, wie tief das gehen kann und wie viel Weisheit da drin steckt. Was war da das Krasseste, was du erlebt hast? Na, ich arbeite selber beispielsweise auch mit Wiedergeburtsübungen. Okay. Das heißt, ne, so wie wir geboren werden, hat das schon super viel Einfluss darauf, wie wir die Welt wahrnehmen. Ne? Wenn man irgendwie eine leichte, entspannte Geburt hat im Vertrauen, dann hat das wesentlichen Einfluss darauf, wie wir die Welt später unser ganzes Leben lang wahrnehmen. Wenn wir eine Geburt haben, die sehr schwierig ist, stressig. Mit Angst besetzt, stressig. Mhm. Und das heißt, das ist quasi kein Dogma, das ein ganzes Leben lang so aussehen muss, weil natürlich genauso danach Beziehung zu den Eltern und Umfeld wesentlich uns prägen. Aber Geburt sagt ziemlich viel darüber auch aus, wie wir die Welt wahrnehmen, weil das natürlich nur mal die ersten Bilder sind, wie wir der Welt begegnen. Mhm. Und es gibt Übungen, wo ich einfach diesen Geburtsprozess mit Meditation und Aufstellung simuliere. Und was da einfach ganz besonders ist, dass Menschen durch diese tiefe meditativen Zustand verbunden mit einer Aufstellung wirklich nochmal das Gefühl haben, durch den Geburtskanal auf die Welt zu kommen. Oder manchmal, ne, noch vor der Geburt in diesem weiten Feld des Universums in Licht alles fallen und loslassen, weil sie merken, hier ist alles gut. Hier ist nur Frieden. Und das sind so tiefe Körpererfahrungen, also die sich so, auch so wie ich das erlebt habe, ne, so tief in mir einprägen, dass danach auf einmal in Menschen, also sowas bei mir, ne, so in meinen ersten Übungen, ersten Aufstellungen, dass ich, ne, ich habe irgendwie 25 Jahre lang, habe ich in Angst gelebt, jetzt mal übertrieben, und dann mache ich irgendwie ein paar Aufstellungen und spüre erstmal, wie viel möglich ist und wie viel Vertrauen doch in mir steckt. Und das Schöne ist, dass wenn das Unterbewusstsein einmal gespürt hat, wie es sein kann, danach so viel schon da ist, dass es immer wieder zurückfindet und alles dafür tut, um wieder in diese Gefühlszustände zu kommen. Das heißt, schon mit einer Aufstellung ist nicht das ganze Leben geklärt. Darum geht es nicht. Aber es kann etwas aktiviert werden und ein Feuer entfacht werden, dass man überhaupt erstmal spürt, wie fühlt es sich denn an, wieder im Vertrauen zu sein oder in Verbindung mit mir und meinem Körper. Und das sind Erfahrungen, die sind so wertvoll und so kraftvoll, dass sie auch, wenn man dann guckt, ne, so Designer des Lebens und seine Lebensträume wirklich realisieren, dass Aufstellungen vor allem dazu verhelfen, tief im Unterbewusstsein diese Erfahrung zu verankern. Und dann kann das auch sein, dass im Alltag man nicht den Weg gut macht oder irgendwie sich noch in einem Job befindet, der kacke ist. Mhm. Aber trotzdem weiß das Unterbewusstsein, wie es sich anfühlt, wenn. Und findet immer wieder zurück. Es ist super spannend. Das ist besonders spannend, weil das, was du gerade sagst, dass wenn man einmal, ich sag mal, ob das bei einer Meditation ist oder bei irgendetwas, ein Gefühl oder einen Zustand gefunden hat, dass man leichter wieder in diesen Zustand zurückkommen kann, wenn man ihn einmal halt gefunden hat. Ich kenne das selber auch gerade bei dem Thema Meditation, was halt auch viel Übung dann ist und was auch dann nicht immer einfach ist, aber auch gerade bei ein Beispiel, was ein bisschen aus dem Rand ist, aber ja. Als ich bin mal eine Zeit lang Wakeboard gefahren. Ja, geil. Und ich habe beim ersten Mal, als ich quasi an dem Tag Wakeboard fahren wollte, und habe ich, glaube ich, knapp eine Stunde gebraucht, um das erste Mal diesen Aufschwung zu bekommen, also aufs Wasser zu kommen im Stehen und nicht gleich ins Wasser reinzutauchen. Ja. Und ab diesem Moment, wo ich stand, also wo mein Körper begriffen hat, wie er stehen muss und wie viel Druck er auf das hintere Board legen muss, damit ich eben an der Oberfläche bleibe, ab da bin ich vielleicht einmal nochmal ins Wasser gefallen. Ja. Also ab da kannte mein Körper genau die Position, die er braucht, um zu stehen. Und wie ich eben auch meinte bei Meditation, und da kommen wir zu dir,
Ich glaube, das kann man da wirklich sehr, sehr gut machen, ob es körperlich ist oder geistig, dass man, wenn man einmal erlebt hat, wie ein Zustand sein kann, dass man sich, weil man ihn dann kennengelernt hat, wieder zurückdenken kann oder zurückfühlen kann. Aber absolut. Übung brauchst du letztendlich dann auch. Absolut. Und weißt du, das Unterbewusstsein ist ja eine kraftvolle Maschine in unserem Leben. Ja. Und im Prinzip musst du danach nicht mal irgendwas Besonderes tun. Wenn die Erfahrung angelegt ist, dann reicht es schon aus, weil wieder unterbewusst alles dann dafür getan wird, durch Entscheidung, durch Begegnung, durch eine andere Schwingung, auch in der Anziehung, anderen Fokus, dass das, was da einmal erlebt wurde, immer mehr Platz einnimmt in deinem Leben. So habe ich es zumindest bei mir erlebt. Und ich merke immer wieder, je mehr ich mich dann einmische und besonders viel mache und tue, damit das jetzt noch mehr kommt, diese tollen Gefühlszustände, umso schwieriger wird es. Also da bin ich am Ende nur wieder erschöpft und ausgepowert. Also ja. Da darf man auch gern vertrauen und loslassen, dass alles in Bewegung ist. Natürlich jetzt nicht irgendwie nur auf der Couch sitzen, zumindest das ist meine Lebenshaltung, und gucken, dass das Leben dann irgendwie geschieht. Ein paar kleine Impulse braucht das schon. Aber man muss sich nicht großartig einmischen, weil der Organismus und der Körper und so die Seele, die haben da ihren eigenen Plan. Und der Verstand, der darf gern mit denen zusammenarbeiten, aber der sollte sich so, am wenigsten sollte der sich einmischen. Bei dem ganzen Thema ist das, oder kann ich mir vorstellen, korrigiere mich da gerne, aber ich kann mir vorstellen, da das ein Thema ist, was oftmals gefühlt werden muss und nicht unbedingt leicht erklärbar ist, dass es da auch viele kritische Stimmen gibt. Was sagst du einem Kritiker, der jetzt sagt, das, was du gerade mit der Aufstellung zum Beispiel gesagt hast, ja. Das ist Schwachsinn. Ja. Was sagst du ihm? Ich liebe Kritiker. Also erstmal bitte ich natürlich um jede Meinung dazu. Und es gibt, also kritische Stimmen sind immer erstmal was Gutes, weil ich selber einfach auch dem kritisch lange gegenüberstand und dachte, was sind das für ein Blödsinn? Das ist doch so ESO-Scheiß. Oder so Spiri-Bullshit. Also voll einfach einfach auch so die meine... Klischees dann halt. Die ganzen Klischees und auch so meine Schatten und all das, was ich noch nicht in mir sehen wollte, nach außen projiziere. Ne? Und im Prinzip ist häufig, also Kritik ist immer erstmal was Gutes. Und gleichzeitig lade ich immer dazu ein, mit der Kritik trotzdem noch weiter zu forschen, weiter zu entdecken. Also nicht zu sagen, okay, ich habe hier eine Situation oder eine Form oder einen Menschen oder eine Aufstellung. Ich habe da jetzt Kritik drauf und beende dann jetzt den Kontakt oder habe für mich klar, das ist nichts für mich, also lasse ich es dabei. Ich lade immer dazu ein, mit der Kritik weiter zu entdecken und sich überraschen zu lassen, auszuprobieren oder im besten Falle in der Aufstellung zu sagen, such dir einen Stellvertreter raus für deine Kritik jetzt. Also ihn gleich einzuladen. Gleich einzuladen. Also Kritik soll bitte da sein. Soll bitte da sein. Und es gibt auch Menschen, die das einfach dann schlecht reden oder einfach so echt ihren eigenen Scheiß projizieren. Dann grenze ich mich auch ab und sage, du, alles gut, was du denkst, aber wenn wir irgendwie ein ordentliches Gespräch führen wollen oder einen Dialog, stehe ich gerne dazu bereit, aber ich lasse mich nicht beleidigen. Aber Kritik ist immer was Gutes. Immer was Gutes. Und in dem, was es ist, auch immer sich selbst wieder zu fragen, okay, und was verbirgt sich wohl hinter meiner Kritik? Ist das vielleicht Angst, noch mehr mir selbst zu begegnen, wodurch ich den anderen jetzt besonders hart kritisiere? Oder ist das wirklich einfach eine berechtigte Äußerung, weil ich Zweifel spüre oder Misstrauen? Also das darf man gerne überprüfen bei sich selbst, auf welcher Basis äußere ich gerade die Kritik. Ist das vielleicht sogar, es gibt auch Kritik, die darauf basiert, weil man noch mehr in Kontakt möchte. Ne? Also ich habe Klienten, mit denen merke ich einfach, wenn die Kritik äußern oder Zweifel, dass der eigentliche Impuls oder das eigentliche Bedürfnis dahinter ist, noch mehr verstehen zu wollen, noch mehr in Verbindung zu treten mit sich selbst, mit mir und mit der Methodik. Wo dann klar ist, es macht gar keinen Sinn, die jetzt irgendwie abzukapseln und zu sagen, Kritik darf nicht sein, sondern eine Kritik ist auch eine Einladung zu noch mehr Kontakt und Begegnung. Sehr schön. Du hattest, wir gehen jetzt also bei dem Thema noch die eine Frage und dann gehen wir ein bisschen weiter, weil wir auf die Zeit gucken müssen. Ich würde nur gern nochmal, du hattest es eben
die Begriffe Esoterik und Spiritualität gesagt. Ja. Das schwingt ja oftmals mit und da sieht man ja auch ein großes Potpourri von verschiedenen Leuten in diesen Themen. Ja. Würdest du sagen, dass das Esoterik ist, was du machst? Oder spirituell? Oder wie würdest du das definieren? Das ist wirklich eine gute Frage, weil ich gar nicht so sehr über die Definition von Esoterik und Spiritualität weiß. Esoterik beschreibt, glaube ich, nach meinem Wissensstand auch Innenschau, also all das, was sich in mir befindet, zu beleuchten. Genauso wie Mystik. Ne? Ein Mystiker ist jemand, der sagt, okay, alles, was da draußen ist, darauf verzichte ich, weil ich die Erfahrung mit Gott oder Weisheit oder was auch immer Energie in mir entdecken möchte. Das heißt, jemand, der meditiert, nach innen schaut, um die Wahrheit in sich zu entdecken. Mhm. Unter der Voraussetzung ist meine Arbeit ein Stück weit auch esoterisch, weil Aufstellungen sich ja damit beschäftigen, Wahrheit, Platz, Lösung auf Lebensfragen eben nicht durch den nächsten neuen Job oder die bessere Beziehung oder anderen die Schuld zu weisen für sein eigenes Elend, damit das, die Fragen zu lösen, sondern vor allem die Fragen in sich zu klären und die Weisheit aus sich herauszuholen mit Hilfe in der Gruppe oder mit Hilfe verschiedener Interventionen. Das heißt, ich beschäftige mich absolut mit Innenschau, aber da müssen wir drüber sprechen, ne? So wie wir Esoterik wahrnehmen, häufig das mit einer gewissen Wertung verbunden, dass man, ne, dann, wenn man esoterische Menschen sieht, dass man denkt, die sind irgendwie abgehoben, haben nicht mehr so richtig den Kontakt zu dieser Welt, leben so ein bisschen in ihrem eigenen Dilemma. Wenn ich an Esoterische denke, ja, ist es meistens eher dieses Thema, bei Spiegel TV jemand, der irgendein ein Wassergemisch verkauft und dadurch denkt, dass sein Leben besser wird, die quasi an eine oder die Verantwortung für ihr Leben an irgendeine höhere Macht geben, aber selber auch nicht die Ahnung haben, also selber nicht sich da weiterbilden, sondern darauf vertrauen, so ein bisschen. Ja. Damit verbinde ich oft Esoterik, so dieses, ja, diese Hoffnung an Heilmittel, die mein Leben irgendwie besser machen, in welcher Form. Das ist so das, was bei mir immer mitschwingt. Ja. Und das ist gut, dass du das nennst, weil ich sage in meinen Kursen immer, Heilung oder Hoffnung gibt es nicht. Und es wird auch kein Retter kommen, der dein Leben hier rettet. Oder es wird auch nichts kommen, was... Kein Produkt. Es wird kein Produkt, kein Dienst, kein Guru, kein Jesus wird kommen, kein Messias, der dich retten wird, sondern die einzige Möglichkeit, die ist in dir. Mhm. Das heißt, ich versuche schon irgendwie diese Verbindung zu schaffen aus so in die geistige Welt, also quasi nach oben ins Universum, in die Meditation abzutauchen, aber auch immer wieder ganz konkret auf die Erde zu kommen, ne? In dieses Leben jetzt. Die weltlichen Probleme zu klären. Richtig. Und auch einfach zu schauen, mit dem, was ich zum Beispiel in so einem Wochenendkurs, ne, wenn ich so einen Wochenendworkshop veranstalte oder eine Einzelsession mache, dann ist das ja ein geschützter Raum, in dem wir in die Unweiten der Seele abtauchen. Also ganz, ganz tief und viel entdecken. Es wird geweint, es kommen vielleicht Ängste, Wut und tiefe Gefühle hoch. Dass wenn wir dann wieder auftauchen, ne, von diesem tiefen Ozean, in den man einsteigt, auch immer wieder guckt, okay, und was bedeutet das jetzt für meinen Lebensalltag? So, mit wem habe ich vielleicht wichtige Gespräche zu führen? Wo habe ich Entscheidungen zu treffen? Wo muss ich beispielsweise, wenn ich ein Unternehmen gründen will und mit meiner Berufung Geld verdienen möchte, wo muss ich jetzt vielleicht einen Kredit aufnehmen, um weiterzumachen? Wo ist es aber vielleicht auch schlau, eben nicht weiter zu investieren und einfach erstmal abzuwarten? Also immer wieder auch die Verbindung zu schaffen mit dieser Welt, auf der wir leben, mit beiden Füßen auf dem Boden. Also, ne, so in Verbindung mit Universum und Welt. Das ist mir persönlich wichtig. Und für mich ist das beispielsweise so wirklich geerdete, fundierte Spiritualität. Also in Verbindung sein mit mir, mit dieser Welt und somit aber auch mit dem gesamten Universum. Ich glaube, damit können viele leben mit der Erklärung, finde ich gut. Und wenn nicht, ist das auch gut, ne? Ja, nur meine Wahrheit. Ja. Aber es ist, ich denke, man sollte immer allen zuhören. Das denke ich, ist da wichtig. Ja. Okay, der Podcast heißt ja Arbeit mit Muße. Ja. Und daher finde ich es immer schön, die Begrifflichkeiten
oder was heißt zu klären, aber zu hören, was bei dem Gegenüber, bei diesen Begrifflichkeiten aufkommt. Also würdest du einmal sagen, was für dich der Begriff Arbeit, was du darunter verstehst, was du dabei fühlst und der Begriff Muße. Und wann arbeitest du mit Muße? Ja, was ist Arbeit für mich? Also Arbeit, da muss ich sofort auch an Liebe denken. Also Arbeit ist für mich so eine Das hatte Form, ich noch nicht. Also so eine Form der Liebe. Okay. Also für mich auch so als Mann merke ich, dass Arbeit für mich einen wichtigen Stellenwert in meinem Leben hat. Und für mich ist Arbeit eine Form, dass ich die Liebe für die Welt und für die Menschen und für das, was ich gern erschaffen möchte, in meine Arbeit hineinpacke. Also womit ich mein Geld verdiene. Mhm. Und das ist für mich sehr komplex, weil ich lebe ja mit meiner Berufung. Das heißt, als systemischer Coach, ich mache das hauptberuflich, ich mache nur das. Damit verdiene ich auch mein Geld. Das heißt, Arbeit ist für mich zum einen eine tiefe Erfüllung, das, was in mir ist, was mir Freude bereitet, was ich gut kann und was ich weiterentwickeln möchte, zu machen und damit gleichzeitig auch zu wissen, und damit verdiene ich das Geld. Also auch, ich schaffe so viel Tragweite, Energie, dass auch Menschen bereit sind, mir dafür Geld zu geben. Und das nicht mal wenig. Aber du gibst dann ja auch Wert. Also es ist ja trotzdem ein Tauschgeschäft irgendwo. Richtig, ich gebe Wert. Und ja, das ist richtig. Eine Art Tauschgeschäft ist das. Also die Menschen zahlen ja, ich rede dann häufig auch einfach von Investition. Dass den Betrag, den jemand investiert in ein Coaching, immer eine Investition ist in sich selbst und natürlich auch darin, dass ich mit dem Geld mir dann irgendwie Brötchen und gutes Essen oder meine Tochter finanzieren kann. Also das ist ja dann nicht mein Geld, sondern das fließt auch weiter in die Nächsten. Ja, ich investiere es auch. Also das Arbeit. Was wolltest du sagen? Ich wollte nur sagen, dass ich, seitdem ich irgendwie mal in vielen klugen Büchern verstanden habe, dass Geld letztendlich nur ein Tauschmittel ist und dass im Grunde alles Tauschmittel sind, finde ich das immer ganz spannend, sowas anders zu sehen. Also dass gerade die Wertigkeit von dem, was du dann in deine Arbeit legst, also die Liebe, womit du deine Arbeit so wertig machst für den Kunden, dass er dir eben das Geld gibt. Aber das Geld ist für dich letztendlich auch nur wieder eine Umwandlung in anderen Wertigkeiten. Ne? Ganz genau. Also Wohnung und Co. Ganz genau. Ganz genau. Und das heißt quasi, dass ich, ich merke einfach da, ich lange gearbeitet habe, nur um Geld zu verdienen und dabei so mich, das, was mir wichtig ist, vergessen habe, dass das jetzt, seitdem ich das lebe, mir natürlich es gibt kein Zurück mehr in, ich mache jetzt einfach mal noch einen Job, um Geld zu verdienen. Mhm. Selbst jetzt in der Corona-Zeit, wo ich merke, dass ich neuen Herausforderungen, alles auf online gestellt, auch zu schauen, so wie erreiche ich die Menschen jetzt gerade in dieser Zeit, merke ich trotzdem, ich komme immer wieder in Momente, wo ich merke, ja, sollte ich mir vielleicht doch nochmal einen sicheren Job nehmen und es immer wieder ein Nein ist, weil ich merke, dass dieser Weg jetzt gerade auch mit den Unsicherheiten ist genau der, den ich gehen möchte. Und Muße, Muße ist für mich, ich muss da sofort an Freiheit denken, auch so wie heute. Ne? Heute ist Mittwoch und ich habe letzte Woche oder überhaupt dieses Jahr ziemlich viel gearbeitet, viel gemacht und merke jetzt so zum Ende des Jahres sind meine Kräfte langsam aufgebraucht. Ich habe noch ein paar Veranstaltungen, die werden jetzt auch online stattfinden und merke, dass ich mir jetzt mehr Raum, mehr Luft gönne. Und da entsteht dann bei mir auch so Muße, so zu wissen, so jetzt mache ich mir erstmal was Leckeres zu essen, dann schreibe ich einen Artikel, dann habe ich vielleicht noch einen Klient heute am Tag. Und also die Gelassenheit. Gelassenheit, Freude, Leichtigkeit und immer wieder mich verbinden zu können mit dem, was mir wirklich wichtig ist an so einem Tag. Und dann steht bei mir echt Muße. Also, gibt es da für dich eine Verbindung? Also jetzt Thema Podcast oder Arbeit mit Muße? Wie meinst du Verbindung? Einfach, also könntest du für dich beschreiben, wann du mit Muße arbeitest? Gäbe es da für dich? Weil du hast jetzt beide Begriffe erklärt für dich. Gäbe es da eine Gemeinsamkeit? Jetzt zum Beispiel ist so ein Moment. Okay. Dass ich mit Muße arbeite, weil den Podcast mit dir aufzunehmen,
darüber schöne Fragen zu bekommen, wer ich bin, was ich tue, was mich antreibt. Das ist für mich auch Arbeit und gehört quasi in dieses ganze Paket aus seinen Platz finden, Menschen inspirieren dazu. Und ich bin total gelassen gerade. Freue mich, dich zu sehen, sprechen zu können. Mir macht Reden auch, bereitet mir Spaß. Da verspüre ich Muße dabei, so zu wissen, das ist eine Sache, die bereitet mir Freude und gehört mit zu meiner täglichen Arbeit. Sehr schön. Das heißt, ich sorge eigentlich für Arbeit mit Muße. Das ist ja natürlich auch eine andere Sichtweise. Ja, du stellst den Raum zur Verfügung, auch einfach Muße zu fühlen, Lebensfreude. Das freut mich, das finde ich gut. So habe ich darüber noch nicht gedacht. Aber wir wollen natürlich trotzdem auf die Zeit gucken, weil wir wollen uns ja nicht verquatschen. Das heißt, wir kommen noch einmal zu den letzten drei, oder es gibt jetzt noch vier Fragen, aber drei kurze Fragen. Und zwar, welches Buch oder auch Bücher sind die du am meisten jemandem empfohlen oder jemandem geschenkt hast? Wirklich eine geile Frage, Philipp. Also was ich am meisten jemandem empfohlen habe, ist von Dr. Michael Lukas Möller, ein leider verstorbener Psychoanalytiker, der sein ganzes Leben, seine Forschung der Liebe gewidmet hat. Also Liebe in Beziehung und wie Liebe und Beziehung gelingen kann. Und der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Die Wahrheit beginnt zu zweit. Und dieses Buch ist einfach für mein Beziehungsleben so der Knaller gewesen, weil er berichtet da über Zwiegespräche. Und Zwiegespräche ist ähnlich wie Aufstellung im Moment, in dem man sich ganz, ganz tief seiner Wahrheit im Hier und Jetzt widmet und darüber spricht. Das heißt, du redest darüber, was du jetzt fühlst mit deinem Partner in einem gewissen Rahmen von einer Stunde. Mhm. Und wie er schreibt, worüber er schreibt und wie kraftvoll dieses Tool ist, das hat mein Leben so besonders verändert und dementsprechend gebe ich das auch häufig Klienten mit, die mit Beziehungsfragen kommen, aber auch belästige ich meine Freunde damit zu sagen, lies dieses Buch, das ist wichtig für dich. Also wirklich, wirklich sehr wärmstens zu empfehlen. Und er hat noch einfach in anderen Lebensbereichen auch für Sexualität tolle Sachen geschrieben. Für mich ein wunderbares Buch, ein richtiger Lebensbegleiter. Alles klar. Okay, super. Was für eine Angewohnheit, Glauben oder Verhalten hat dein Leben in den letzten 5 Jahren am meisten verändert? Morgens mir erstmal Zeit zu nehmen, all das, was in mir ist, zu Papier zu bringen. Okay. Also das mache ich jetzt fast jeden Tag. Also wenn ich aufstehe, mich einfach mal, wenn es 5 Minuten sind, hinzusetzen. Und ein bisschen das aufzuschreiben, was in mir gerade stattfindet. Also eben nicht aufs Handy zu gucken und zu konsumieren, nicht Internet anzumachen, nicht Nachrichten zu hören, sondern das, was in mir so lebt, herauszubringen. Manchmal spreche ich ein paar Sachen aus, aber das bewusste Schreiben, das, was gerade in mir geschieht und was heute für meinen Tag wesentlich und wichtig ist, hat mein Stresslevel reduziert, hat meinen Fokus geschärft und hat im Prinzip mein ganzes Leben positiv verändert, weil ich eben dadurch weniger in dem Alltagssog aus E-Mails und Punkte abarbeiten, Ziele schaffen, bla 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 mitgesogen werde, mich immer wieder verbinde mit was ist heute wirklich wichtig. Was ist wirklich, wirklich wichtig. Wenn du, oder was würdest du zu dem Thema jemandem raten, der das schon oft probiert hat, aber nie durchziehen konnte, in Klammern mich, was ich habe mir sowas schon auch vorgenommen, aber ich habe es dann durchgezogen und nach ein paar Tagen einfach gelassen, auch vergessen. Gibt es da irgendeinen Tipp? Ja. Also erstmal würde ich raten, sei sanft mit dir. Ist okay, wenn es nicht gelingt. Immer wieder einladen, es auszuprobieren, sich darin zu üben und sonst natürlich zu sagen, komm mal her, mach mal ein Coaching mit mir. Also ich würde immer sagen, sei sanft. Also bei allen, die bestrafe dich nicht. Nee, also genauso dieses so, ich muss das jetzt durchziehen und jeden Tag was aufschreiben, dann ist man wieder in diesem Rhythmus drin. Also bei allem, was man tut, sei sanft mit dir. Probier aus und entdecke, welche Form für dich am besten ist. Sehr schön. Okay, dritte kurze Frage.
Was ist eines deiner besten Investments, das du jemals getätigt hast? Das kann ein Investment von Geld sein, von Zeit, Energie. Jede Minute, die ich meiner Tochter widme. Ganz klar. Viele Investments also, wahrscheinlich. Das sind viele Investments. Das ist Zeit, Geld, Energie, Nerven, aber auch ganz viel Liebe und Freude. Ich merke so, jede Minute, die ich meiner Tochter widme, ist auch eine Minute, die ich mir selbst widme. Also ich komme da zur Ruhe. Ich merke, dass in den Kinderaugen sich das ganze Leben befindet. Viel Weisheit verborgen ist. Und natürlich ist es nicht immer einfach. Ne? Ich lebe ja getrennt und wir haben ein Wechselmodell und versuchen gemeinsam trotz Trennung irgendwie unsere Tochter gut groß zu ziehen, was uns auch wunderbar gelingt. Und dabei merke ich, bei allen Investitionen in mein Unternehmen und in meine Arbeit ist doch die Zeit, die ich mit meiner Tochter erlebe, viel wirkungsvoller als das, was ich letzten Endes immer noch meine, in mein Unternehmen investieren zu müssen. Also da hole ich viel Weisheit raus und das merke ich, dass das meiner Tochter natürlich gut tut, zu wissen, da ist ein Papa da, der richtig anwesend ist. Aber es tut mir auch gut, einfach zu verzichten und dem neuen Leben, was da gerade entsteht, Raum und Platz zu verschaffen. Ich merke, dass mir das sehr wichtig ist. Das ist, glaube ich, die schönste Antwort, die wir bis jetzt bei dieser Frage hatten. Okay. Danke. Lieber Mike, wenn jemand das hier hört und dich kennenlernen möchte, deine Arbeit kennenlernen möchte, ja. Wo kann er das tun? Wie kann man dich erreichen? Da gibt es verschiedene Kanäle. Also man erreicht mich in den sozialen Medien auf Facebook unter Mike Jungrichter Systemic Healing. Es gibt mich auf Instagram @jungrichtermike. Genauso habe ich eine eigene Website, www.mikejungrichter.com. Was man vielleicht einmal sagen muss, Mike mit M-A-I-K. Mit M-A-I-K, wahrscheinlich wirst du das im Podcast. Natürlich schreiben, genau, nur genau. Das. Da wird es richtig sein. Ich habe auch, du hast es am Anfang angekündigt, ich habe mit einem eigenen Podcast bin ich gestartet, der Life Academy für die Designer des Lebens. Das kann ich sehr empfehlen. Den verlinke ich natürlich auch einfach. Den verlinkst du, den gibt es auf Spotify, im Apple Podcast und all diesen Kanälen, die über Anchor freigeschalten sind. Und ich arbeite einzeln und in Gruppen, online sowie live. Jetzt gerade bin ich gerade dabei, wieder alles auf online zu münzen. Das heißt, wenn jemand Bock hat, mich kennenzulernen, also auch persönlich, es gibt immer die Möglichkeit, einfach mal kostenlos unverbindlich Kontakt aufzunehmen. Ne? Ich mache immer unverbindliche Erstgespräche. Wenn jemand sagt, Mensch, ich will vielleicht ein Coaching machen, aber ich weiß noch nicht so richtig, ob das passt, wie das finanziell ist, welche Möglichkeiten es da gibt, ruf einfach an, wir reden drüber. Oder schreib über, ich habe da so ein Kontaktformular auf meiner Website. Ja. Kann man reinschreiben, da werden schon ein paar spannende Fragen gestellt, die dich anregen, tiefer zu gehen. Sehr gut. So kann man Kontakt aufnehmen. Und es gibt immer die Möglichkeit, letzte Woche habe ich beispielsweise eine gratis Online-Veranstaltung gehabt, in dem wir kollektive Aufstellungen online gemacht haben. Da gab es eine Gruppe von 90 Personen, die sich zusammengefunden haben. 90 Personen? 90 Personen, das war echt abgefahren. Wow. Das war ziemlich geil. Eine Aufstellung, also okay, ja. Das ist spannend. Ja, also also da gibt es Möglichkeiten, online mich zu finden. Mhm. Ich habe jetzt demnächst Veranstaltungen geplant. Es gibt noch eine im Dezember, ein Online-Seminar, ein ganzes Wochenende. Das arbeite ich gerade aus. Das wird sich um den Thema Tod und Vergänglichkeit als Einladung noch mehr jetzt zu leben. Damit wird sich das beschäftigen. Mhm. Für nächstes Jahr sind Dinge geplant. Ich werde ein Jahresprogramm starten, in dem ich mit einer festen Gruppe ein ganzes Jahr lang über mehrere Wochenendblöcke und Intervisionsgruppen plus Einzelcoachings individuell arbeiten werde. Es gibt Retreats, es gibt Wochenendworkshops. Also da findet man auf meiner Website unter Veranstaltungen, da wird das immer alles veröffentlicht. Und wenn jemand Lust hat, natürlich über den Newsletter up-to-date zu sein, einfach einschreiben, dann findet man das meiste über mich und meine Arbeit. Sehr schön. Das alles findet ihr in der Beschreibung vom Podcast. Ja. Könnt ihr einfach euch rumklicken. Mike, vielen, vielen Dank. Es war sehr spontan heute. Ich habe ihm heute Morgen geschrieben und er meinte, lass es doch heute machen. sehr schön, sehr schön. Und ich habe dann noch eine letzte Frage an dich. Kennst du Big Five for Life von John Strelacki? Never heard about that. Okay, es gibt dort am Anfang die
Ja, eine Metapher, die Geschichte von einem Museumstag. Und ein Museumstag kann man sich so vorstellen, dass wenn man gestorben ist und gibt es eine Art Museum von dir. Und wenn Leute dort durchgehen, sehen sie in den Bildern deine besten Tage, also das, was dein Leben wertvoll gemacht hat, aha, in den einzelnen Bildern. Das heißt, man kann sich einfach immer fragen, wenn man einen besonders wertvollen Tag hatte, war das ein Museumstag. Es ist ein Tag, der in diesem Museum hängen sollte, weil er mich und mein Leben beschreibt. Was ist für dich ein Museumstag? Boah, das ist mal eine Frage. Wow. Ich sehe da ganz viele Tierbilder, interessanterweise. Tierbilder? Ich sehe da einen Dschungel, als ob man in so ein Museum kommt, an so einem Museumstag. Das ist ein Tag der offenen Tür. Jeder kann rein, sehr schön. Ja, man kann reinkommen, man kann, es ist wie so ein buntes Buffet. Also ich sehe Tierbilder, einen Dschungel, ganz viel Natur. Und dieser Tag der offenen Tür ist so eine Einladung, etwas kennenzulernen drinnen in diesem Museum und dabei aber auch bei all dem, was da angeboten wird, an Bildern, an Elementen, wieder rauszugehen und ein bisschen mehr über sich selbst erfahren zu haben. Eine sehr kreative Antwort. Ja. Ja. Keine Antwort ist falsch. Das kam mir gerade so als erstes, ja. Danke dir. Und danke auch an die Zuhörer, an alle, ich sag mal, das heißt älteren Hörer, ab an die Hörer, die es hier immer hören und an die Neuen. Es hat mir super Spaß gemacht. Mike, danke dir. Es war super interessant. Das war auch mal ein Thema, was wir so hier noch nicht hatten. Mhm. Von daher ist das natürlich auch sehr, sehr schön. Und ja, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Du wolltest gleich noch rausgehen. Und vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Danke auch, Philipp. Dann. Tschüss.